Hallo zusammen und willkommen zu meinem monatlichen Serienrückblick, wo ich diesmal tatsächlich nur drei Themen habe. Ich möchte vermutlich recht ausführlich über The Expanse reden, das ich kürzlich erst entdeckt habe und quasi mich schockverliebt habe. Dann möchte ich ganz kurz auf Westworld eingehen. Kurz in dem Sinne, dass ich ja Reviews dazu schreibe und da sehr ausführlich bin. Deswegen werde ich das hier nicht noch groß auswalzen. Und dann möchte ich auch noch darüber reden, welche Serien kürzlich bei den Sweeps abgesetzt wurden, beziehungsweise welche Serien denn gerettet wurden. Diesmal muss ich an dieser Stelle aber wirklich eine ganz, ganz große Spoilerwarnung aussprechen, denn ich werde über die ersten beiden Staffeln von The Expanse reden. Und vermutlich werde ich da so den einen oder anderen Plotpunkt auch ansprechen. Das heißt, wenn ihr diese beiden Staffeln noch nicht gesehen habt, überspringt diesen Part bitte. Ihr findet ab jetzt unten in der Infobox auch immer die Timestamps für meine verschiedenen Themen, damit ihr eben einzelne Blöcke gezielt überspringen könnt. The Expanse ist eine Serie, die mir, glaube ich, schon vor einiger Zeit empfohlen wurde. Und zwar entweder hier von einem meiner Zuseher oder in meinem Blog von einem meiner Leser. Und ich habe mit dem Trailer bei Netflix, glaube ich, an die 2 bis 3 Mal angesehen und war nicht beeindruckt. Der Trailer fängt einfach nicht ein, worum es in dieser Serie geht. Er ist viel zu actionlastig, obwohl natürlich auch Action in der Serie eine Rolle spielt, aber nicht so eine wichtige. Und ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich habe immer gedacht, ja, irgendwann werde ich das sicher mal schauen, aber es ist jetzt auch nicht dieses große Phänomen. Tatsächlich ist es immer noch ein Geheimtipp und das ist ein wenig traurig. Zum einen ist es eine Serie, die wirklich herausragend gut produziert ist, wobei ich ja das schon einmal angesprochen habe, dass mittlerweile die Budgets auch bei Serien sehr hoch sind, dass es eigentlich kaum noch Serien gibt, auch im Science-Fiction-Bereich, die richtig trashig aussehen. Trotzdem merkt man ab und zu doch so einen Ausreißer nach oben und zu diesen Ausreißern gehört meiner Meinung nach auch The Expanse. Also die Effekte sind absolut großartig, es sieht alles wirklich sehr echt aus und was hinzukommt, es ist harte Science Fiction. Etwas, was ich auch erst seit einer Weile zu schätzen weiß, denn ich war mehr immer in so dieser Fantasy-Richtung, also Science-Fiction, die so abgehoben ist, dass sie eigentlich nicht real sein kann. The Expanse hat den Anspruch, eine Welt zu zeigen, eine Zukunft, die theoretisch möglich ist. Das heißt, auch die Physik wird da sehr, sehr ernst genommen, speziell eben was die Schwerkraft angeht. Das wird immer wieder sehr, sehr gut visuell dargestellt, was es bedeutet, wenn ein Raumschiff wahnsinnig schnell fliegt. Es gibt zum Beispiel auch keine Lichtgeschwindigkeit in der Serie. Die Schiffe können zwar relativ schnell fliegen, aber das geht dann auf den Körper durch die G-Kräfte. Und aus diesem Grund ist natürlich auch logischerweise das Ganze auf das Sonnensystem beschränkt. Und das ist natürlich auch was Interessantes, weil man einfach so einen Blick in eine relativ nahe Zukunft hat. Es ist nicht dieses in ferner Zukunft, wo wir das ganze Weltall bereisen und einen Haufen außerirdische Rassen kennen und mit ihnen handeln oder Krieg führen. Es geht wirklich um im Grunde Erdpolitik, die sich inzwischen halt noch auf Mond und Mars ausgebreitet hat. Und es sind noch dieselben Probleme, die wir heute haben. Das heißt, es findet immer noch ein Konkurrenzkampf statt und in dem Fall ist es sogar so, dass Erde und Mars kurz vor einem Krieg gegeneinander stehen. Das Interessante an der Serie ist, dass sie sehr, sehr romanhaft aufgebaut ist. Das heißt, es ist eine der wenigen Serien, denen es tatsächlich zugutekommt, wenn man sie binget. Das heißt, wenn man mehrere Folgen hintereinander schaut, weil eine große Geschichte erzählt wird, die in grobe Kapitel eingeteilt wurde, aber letztendlich sind einzelne Folgen, sie haben zwar einen gewissen Spannungsbogen, aber sie stehen nicht für sich. Man kann nicht sagen, ich picke mir jetzt einfach irgendeine Folge raus und schaue mir die an, weil diese immer auf dem vorherigen aufbaut und auch vieles schon für die nächsten aufbaut. Und aus diesem Grund ist das eine Serie, der es wirklich zugutekommt, dass sie bei Netflix zum Streamen verfügbar ist. Denn ich habe, glaube ich, die ersten 3 Folgen dann am Stück geschaut und dann tatsächlich auch an den Folgetagen immer so 2 bis 3 Folgen. Und ich bin auch relativ schnell durchgekommen, das muss ich dazu sagen. Ich war, wie gesagt, es war lieber auf den ersten Blick. Ich habe die ersten 2 Staffeln wirklich innerhalb kürzester Zeit durchgeschaut und habe dann praktisch sofort wieder an der ersten Folge angefangen, weil ich dachte, jetzt schaue ich es ganz anders. Jetzt achte ich auf ganz andere Dinge und das stimmt tatsächlich. Und mittlerweile bin ich wieder in der Mitte der 2. Staffel und ja, ich hoffe natürlich, die 3. Staffel kommt dann, sobald sie bei Sci-Fi ausgestrahlt wurde, auch zu Netflix, weil ich natürlich jetzt heiß drauf bin, zu erfahren, wie es weitergeht. Das gesagt, muss man aber auch festhalten, dass die Erzählweise in gewisser Weise
gewöhnungsbedürftig ist. Denn speziell die erste Staffel kommt sehr, sehr langsam in Gang. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass so ab der zweiten Staffel das Tempo deutlich zunimmt und einfach auch mehr Spielfiguren quasi auf dem Feld sind, die irgendwie in der ganzen Geschichte was zu tun haben. Und ja, dadurch wird das alles nach und nach etwas komplexer, während die erste Staffel eben wirklich sehr geradlinig eigentlich erzählt wird. Die erste Staffel konzentriert sich auf 2 bis 3 Handlungsstränge, wobei der Handlungsstrang um Polizist Miller, der nach Millionärstochter Julie Maro sucht, eigentlich so den Fokus bildet und darauf dann auch vieles aufbaut, was später passiert. Ich muss sagen, ich fand es tatsächlich ein wenig traurig, dass Miller dann Mitte der zweiten Staffel rausgeschrieben wurde. Es ist natürlich von der Story her logisch. Es ist eigentlich die logische Konsequenz aus allem, was vorher passiert ist. Aber mir tat es trotzdem sehr weh, weil ich Thomas Jane einfach großartig finde in der Rolle. Ich habe den Schauspieler vorher, glaube ich, noch nie irgendwo bewusst wahrgenommen. Obwohl er, glaube ich, schon einige Kinofilme gemacht hat. Aber er geht in diese Rolle von Miller einfach so perfekt auf. Ich könnte mir wirklich keinen anderen in diese Rolle vorstellen. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Figur denn im Buch beschrieben ist. Und da kommen wir nämlich zu meinem nächsten Punkt. Denn ich habe mir jetzt auch das Buch gekauft. Also das erste Buch von einer Reihe von, ich glaube, 7 Büchern. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber das ist so die typische Reaktion von mir, wenn ich irgendetwas großartig finde und es eine Buchvorlage gibt. Dann kaufe ich sie mir. Mir wurde schon gesagt, dass das Buch wirklich sehr gut sein soll, generell die ganze Reihe sehr gut sein soll. Ob ich sie komplett lesen werde, weiß ich nicht. Ich tue mich immer etwas schwer damit, mich auf solche riesengroßen Serien einzulassen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt mal mit dem ersten Band. Ich hoffe, dass der so einen gewissen inneren Abschluss bildet, denn der erste Band ist das, was die ersten 1,5 Staffeln der Serie abdecken. Das heißt, mit Millers, in Anführungszeichen, Tod endet auch dieses Buch und das ist so ein großer Handlungsbogen, der da erstmal abgeschlossen ist. Und wenn ich dann merke, okay, das Buch gefällt mir und der Schreibstil gefällt mir, dann werde ich sicherlich auch noch die anderen lesen. Aber kommen wir endlich zu einem anderen Thema, nämlich Westworld. Und das ist so ein bisschen mein Sorgenkind, diese Staffel, was ich so nicht erwartet habe. Die erste Staffel war einfach so großartig erzählt, wirklich von vorne bis hinten so perfekt durchdacht, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, dass es jetzt so weitergeht. Leider ist es nun so, dass die zweite Staffel bisher recht durchwachsen ist. Es gab sehr, sehr gute Folgen und es gab leider auch schon eine Folge mindestens, die ich absolut grottig fand. Nicht, weil sie eine Füllepisode war, sondern ganz im Gegenteil, weil sie zu viel Plot hatte, um einfach die Geschichte voranzutreiben. Und dadurch, dass eigentlich Interessante an Westworld so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und das ist ja eher so der philosophische Ansatz, also das, was einen zum Nachdenken bringt. Im Grunde schaue ich Westworld nicht, weil ich sehen möchte, was die Leute tun, sondern weil ich sehen möchte, was sie denken. Was vielleicht ein wenig absurd ist. Aber ja, so funktioniert das bei mir und ich bin nach wie vor sehr hoffnungsvoll, dass sie irgendwie jetzt auch langsam mal den Dreh rauskriegen. Es gab, wie gesagt, auch wirklich gute Ansätze und sehr interessante Denkansätze, also gerade jetzt zum Thema Unsterblichkeit. Und insofern hoffe ich, dass sie in der Richtung weitermachen. Ihr könnt auf jeden Fall immer meine Reviews lesen, die werde ich euch unten auch verlinken. Ich bin da sehr ausführlich. Also ihr könnt damit rechnen, dass ich pro Episode 2 bis 4 DIN A4 Seiten vollschreibe. Mit meinen Gedanken und Theorien und einige davon sind wahrscheinlich recht absurd. Aber ja, das ist das, was mich eben beschäftigt beim Schauen dieser Serie. Zum Schluss möchte ich aber noch zu diesem lustigen Zettel kommen. Da habe ich mir nämlich alles notiert an Serien, die verlängert wurden bzw. abgesetzt wurden. Westworld hat, glaube ich, schon eine 3. Staffel bewilligt bekommen. Genauso auch Handmaid's Tale. Das sind tatsächlich so die Fälle, wo während der laufenden Staffel einfach schon abzusehen ist, dass die Zuschauerzahlen so gut sind, dass sie im Grunde einfach mal schnell schon verlängert werden. Und andere müssen bis zum Schluss leider bangen. In dem Fall war das zum Beispiel auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. der Fall, die eigentlich bis kurz vor dem Finale nicht wussten, ob es eine 6. Staffel geben wird. Und mittlerweile wurde sie bewilligt, allerdings wird die 6. Staffel nur aus 13 Folgen bestehen. Üblicherweise sind es ja 22
Und es ist auch noch nicht ganz klar, ob die 6. Staffel nicht vielleicht sogar das Ende der Serie ist. Aber ich finde diese Lösung auf jeden Fall besser, als wenn sie einfach nach der 5. Schluss gemacht hätten, weil einfach die Benachrichtigung natürlich dann sonst viel zu spät gekommen wäre, um da einen richtigen Abschluss zu finden. Und auf die Weise können sie eben die Story wirklich zu Ende bringen. Ebenfalls verlängert wurde iZombie, da läuft aktuell die 4. Staffel, die ich auch nebenbei übrigens schon reviewe, ich stelle sie nur noch nicht online. Es wird eine 5. Staffel geben, diese wird allerdings auch definitiv die letzte sein, was finde ich auch eine gute Lösung ist. Erstens mal, weil die Serie momentan noch auf einem relativ guten Niveau ist, auch wenn ich jetzt schon so ein bisschen Probleme habe, dass so einige Plots nicht so richtig ausgereift sind. Aber man soll aufhören, wenn es gut ist und nicht, wenn dann irgendwie die Luft raus ist. Akte X. Ja, und insofern ist das, glaube ich, die beste Lösung. Und sie wissen es auch, das heißt, sie können alle Handlungsstränge zu Ende bringen. Auch Netflix hat die Gelegenheit genutzt, ein paar Verlängerungen anzukündigen. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine 2. Staffel von Lost in Space kommen, die allerdings vermutlich auch erst nächstes Jahr. Und es wird auch eine 3. Staffel von Santa Clarita Diet produziert. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bisher noch kein Wort zum Thema Altered Carbon. Da bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher, ob sie es weiterführen wollen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich von der Lektüre des ersten Buchs nicht wirklich begeistert war. Aber darauf werde ich dann kommen, wenn ich das bespreche. Und insofern, ja, ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass sie einfach nicht genug Material für eine 2. Staffel haben. Um Brooklyn Nine-Nine gab es auch einige Aufregung, denn es hieß zunächst, dass die Serie nach der 5. Staffel endet, das heißt abgesetzt wurde von Fox. Allerdings ist dann NBC eingesprungen und hat die Serie übernommen. Es wird also auf jeden Fall eine 6. Staffel geben. Was darüber hinaus passiert, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber es wurde auf jeden Fall groß gefeiert, dass die Serie verlängert wurde. Und ich glaube auch zu Recht, weil sie absolut großartig immer noch ist und wirklich auf hohem Niveau läuft. Und insofern, warum sollte man was absetzen, was funktioniert? Das ist für mich absolut unverständlich. Darüber hinaus gab es heimlich still und leise auch ein paar Produktionsnotizen. Und zwar ist auf jeden Fall die 2. Staffel von The OA mittlerweile in Produktion. Und wenn ich das richtig rausgelesen habe, wird sogar noch damit gerechnet, dass sie dieses Jahr kommt. Vermutlich dann eher so gegen Ende, Herbst oder Winter. Ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass ich auch das weiter reviewen werde, weil mich die 1. Staffel wirklich umgehauen hat. Und was ebenfalls gerade in Produktion ist, ist die 3. Staffel von Daredevil. Und da war ich ehrlich gesagt erstaunt, dass sie noch am Produzieren sind, weil ich dachte, sie wären schon längst fertig und die 3. Staffel würde demnächst kommen. Insofern würde ich auch hier vermuten, dass sie wohl frühestens im Herbst kommt. Aber auch hier stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir noch dieses Jahr in den Genuss kommen. Für den Juni habe ich zunächst mal nur die 2. Staffel von Glow auf dem Schirm. Die kommt nämlich am 29. zu Netflix und wird hoffentlich genauso bunt und schräg wie die 1. Staffel. Ansonsten weiß ich nicht, was ich noch schauen werde. Ihr könnt mir immer gerne Tipps dalassen. Abgesehen davon schaue ich immer, was Netflix mir basierend auf meinen geschauten Sachen anbietet. Also gerade jetzt durch die Expanse wurden mir natürlich etliche Science-Fiction-Sachen angeboten. Und bei einigen davon bin ich durchaus interessiert, bei anderen weiß ich nicht so recht. Das Problem sind immer die Trailer, die oft so gar nichts mit der wirklichen Serie zu tun haben. Und das ist irgendwie eher kontraproduktiv. Lasst euch also überraschen, worüber ich nächsten Monat hier sprechen werde. Bis dahin schaut fleißig Serien und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann Ende Juni wieder. Bis dahin. Tschüss.